Indien und die Vereinigten Arabischen Emirate setzen bei einem Öldeal auf Ripple statt auf den US-Dollar. Traditionell wird Öl in US-Dollar gehandelt, doch Indien zahlte diesmal in indischer Rupie via Ripple-Netzwerk. Dieser Deal folgt der Ankündigung einer Kooperation zwischen Ripple und dem DIFC Innovation Hub in den Vereinigten Arabischen Emirate. Brad Garlinghouse, CEO von Ripple, lobte die Vereinigten Arabischen Emirate für ihre fortschrittlichen Regulierungen im Bereich Crypto-Assets. Am 8. August legte eine Richterin den Rechtsstreit zwischen Ripple und der SEC bei. Ripple zahlte 120 Millionen US-Dollar Strafe. Ripple betrachtet das Urteil als Sieg, da die SEC ursprünglich eine Strafe von 2 Milliarden US-Dollar gefordert hatte. In der letzten Woche stieg Ripples Kryptowährung, XRP, um 13%, ein positives Signal für das Unternehmen. Diese Meldung erschien zuerst bei BTC Echo, geschrieben von David Scheider.